Jo, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade beim Kornmarkt angekommen. Wie wir sehen können, sind super, super viele Leute gekommen. Und mal gespannt, wie viele Leute noch kommen werden. Und wir hören uns dann gleich mal die ersten Reden an. Im offiziellen Status bräuchte man auch Ordner. Ein Ordner muss über 18 Jahre alt sein und darf keinen Alkohol. Was ich am Anfang sagen muss, wie immer, ganz wichtig, keine Glasflaschen, keine Vermummung, keine Drogen, kein Alkohol. Und jetzt zu meinem eigenen Redebeitrag. Ich habe einen kleinen Poetry Slam geschrieben. Sein oder nicht sein? Das war einst die Frage, die ich mir stellte. Und heute stelle ich sie wieder. Wir leben in einer Gesellschaft geprägt von der Demokratie. Doch was hier passiert, nenne ich Blasphemie. Es kann doch nicht sein. Wir sagen ständig Nein, doch die Politiker sind so gemein und stellen uns ein Bein. Und obendrein stimmen sie für Ja. Das war ja klar, immer diese Politiker. Sein oder nicht sein? Schon wieder diese Frage. Was passiert hier eigentlich? Wir kämpfen für ein freies Internet. Wir gehen auf die Straßen und das ist vermeintlich vergeblich. Aber nein, ich sage euch, wenn wir auf die Straße gehen, werden uns die Leute sehen. Wir müssen nur für unsere Rechte einstehen und es allen Leuten erzählen. Lassen uns nicht von Politikern quälen. Bitte, bitte, geht wählen. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Wir stehen an einem Punkt, an dem alles verloren scheint, doch der Schein trügt. Immer mehr Leute fangen an, umzudenken. Sie hinterfragen die Politik und das ist auch gut so. Nicht alles kann immer durchgewunken werden. Blatterin. Und das lassen wir uns auch nicht gefallen. Je mehr wir werden, desto höher ist auch die Chance, bei den Wahlen etwas zu verändern. Wir stehen nicht nur hier, um die Politiker zu ändern. Nein, wir stehen hier, um euch alle anzuregen, auch die, die hier gerade vorbeiläuft. Denn wir wollen euch informieren, dass die Großen uns kritisieren und uns auch noch reichlich ignorieren. Dabei wollen wir nur inspirieren. Als Urheber wollen wir etwas Neues kreieren. Doch die Großen wollen es kaschieren. Aber eins ist klar, wir wollen nicht verlieren. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Entscheide dich. Willst du jemand sein, der mit Schuld daran trägt, dass viele Seiten unserer Kreativität eingeschränkt werden? Oder möchtest du jemand sein, der die Zukunft als neue Generation des Fortschritts weiterlenkt? Entscheide dich. Möchtest du jemand sein, der nicht weiß, was hier alles passiert? Hier geht es nicht nur um einen Artikel, sondern um noch vieles mehr. Oder möchtest du dich informieren und aktiv werden? Entscheide dich. Möchtest du jemand sein, der etwas bewirken will, sodass sich etwas ändert? Oder möchtest du jemand sein, der nur tatenlos zusieht? Entscheide dich, denn im Endeffekt geht es nicht nur um mich. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt den Kern dieses kleinen Slams verstanden. Es geht darum, dass wir die Leute informieren. Das ist sehr wichtig, dass die Leute wählen gehen und nicht einfach nur tatenlos zusehen. Und ihr alle habt schon mal den ersten Schritt, beziehungsweise vielleicht schon den zweiten und dritten Schritt gemacht und kommt hier auf die Demos. Und deswegen muss ich erstmal Danke an euch alle sagen, dass ihr hier seid. Und lasst euch mal selber bejubeln. Und nicht nur ihr dürft bejubelt werden, wir bedanken uns auch bei der Polizei, dass sie für uns die Straßen sperren und für uns vorne und hinten mit ranfahren, dass alles geregelt abläuft. Und natürlich auch für die Ordner, die jetzt dann auch mithelfen werden. Und dann kommen wir auch schon zu unserem ersten Redebeitrag. Mike Pöllmann von der Julis. Ja.
Ich appelliere nicht das erste Mal gegen die CDU. Und Freunde, wenn es so weitergeht, wird es auch kein Ende geben. Denn wir werden erst die Straßen verlassen, wenn Artikel 13 gefallen ist. Die Koalition versprach uns, dass es zu keinen Upload-Filtern kommen wird und dass sie im Europäischen Rat gegen den Beschluss stimmen werden. Aber Artikel 13 wurde nicht demokratisch entschieden. Artikel 13 wurde lobbyistisch entschieden. Ihr Internet soll andere Meinungen unterdrücken. Ihr Internet ist nur eine Geldquelle der Großkonzerne. Unser Internet steht für die freie Meinungsäußerung. Unser Internet ist der Anfang der digitalen Finanzwelt. Unser Internet können Sie uns nicht nehmen. Dafür gehen wir auf die Straße und klopfen an Ihren Türen, bis Artikel 13 fällt. Ich habe einen Traum. Ein digitales Europa mit einer digitalen Zukunft. Und diesen Traum, diese Vision möchte ich mit euch teilen und gemeinsam für unsere Zukunft kämpfen. Stopp die Zensur! 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 Wir alle hier sind ein Teil der großen Bewegung der tapferen europäischen Bürger. Und ich sage euch, liebe CDU, die Straßen werden sich weiter füllen, bis Artikel 13 der Vergangenheit angehört. Wir müssen beginnen, an unsere Zukunft zu glauben. Dann werden wir siegen. Und zu Ehren der lieben demokratischen CDU sagen wir, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU, nie mehr CDU. Danke, danke schön. Nie mehr CDU. Als nächstes haben wir meinen Mitorganisator, den Alex, beziehungsweise liebevoll genannt den lieben Blexi. Und er wird als nächstes für uns reden. Ach ja, nur zur Info, diesmal mache ich das nicht alles allein, beziehungsweise halt so nicht allein. Allein diesmal haben wir ein Team aus 5 Leuten. Und erstmal einen großen Applaus dafür, dass einfach so viele Leute mithelfen. Und das ist echt super. Ja, mein Lieber. Also, erstmal nochmal was Organisatorisches. Wenn wir gleich losfahren, das wird eine Weile dauern, weil es hat vielleicht der eine oder andere gesehen, es läuft noch eine andere Demo im Moment. Und die Verkehrspolizei hat noch keine Zeit für uns abzusperren, deswegen ab 18 Uhr ungefähr werden wir losfahren. Route läuft am Bahnhof vorbei, also hier vorerst mal, dann am Bahnhof vorbei, zur Parteizentrale der SPD in Nürnberg. Und der Wagen wird vorausfahren, das heißt, der Wagen fährt auf die Straße raus und die Demo bitte hinterher. Der Wagen wird bei der Demo über vorne bleiben. Wenn der Wagen anhält, bitte auch anhalten. Und bitte ein bisschen Abstand um den Wagen halten, nicht, dass irgendwer angefahren wird, das wollen wir nicht unbedingt. Dann noch ein Hinweis. Es gab Fälle, dass Eigentum der CDU, also die Parteizentralen etc. und der CSU, beschmiert wurde und zerstört wurde. Lasst sowas bitte. Wir möchten da dazu aufrufen, wir sind gewaltfrei, wir sind nicht daran interessiert, was zu zerstören. Wir sind interessiert daran, die CDU aus den Parlamenten zu jagen bei den Wahlen. Gut, das war das Organisatorische. Dann möchte ich euch noch was von mir sagen. Und zwar, warum sind wir noch hier? Das wurde ich oft gefragt. Ich werde immer, wenn ich sage, ja, wir organisieren noch Demo und wenn ich Leute anschreibe, Medien anschreibe und denen Bescheid sagen will, Leute, sagt was über unsere Demo, heißt, warum macht ihr das überhaupt noch? Die Abstimmung ist doch durch, ist doch verloren. Nee, ist es lange nicht. Eine kleine Chance haben wir noch. Diese Chance ist aber für den Arsch. Wir haben die Chance, im Ministerrat die Reform noch zu kippen mit einer sogenannten Sperrminorität.
Bei dieser Abstimmung im Ministerrat hätte ursprünglich Katharina Barley teilnehmen sollen. Das heißt, wir hätten uns darauf verlassen müssen, dass jemand von der Umfallerpartei SPD nicht umfällt. Toll. Aber es wurde noch schlimmer. Statt es Barley zu machen zu lassen, macht es jetzt Julia Klöckner von der CDU. Und das in der Agrarministerkonferenz. Also die CDU glaubt wirklich, das Internet wächst auf Bäumen. Da haben wir es offiziell. Das heißt, in der Ministerratskonferenz werden wir nicht die Ablauffilter, die Urheberrechtsreform verhindern können. Aber wir schreiben seit 2000 Jahren keine Gesetze mehr in Stein. Das heißt, jedes Gesetz kann angefasst werden, kann geändert werden, kann abgewehrt werden. Am 26. Mai sind Europawahlen. Es gibt ein neues Parlament und es gibt eine neue Chance. Das neue Parlament kann die Urheberrechtsreform wieder ändern. Darauf möchten wir hier hinaus. Wir möchten zeigen, dass die CDU es nicht aussetzen kann. Wir möchten zeigen, dass wir uns daran erinnern werden, was die CDU verbockt. Wir möchten zeigen, dass wir bei der Europawahl wählen gehen und dass wir nicht die CDU wählen werden. Nie mehr CDU! Nie mehr CDU! Nie mehr CDU! Ah, okay, haben dich schon gefunden. Okay, passt, alles gut. Ja, es wäre die erste Demo, die abläuft, ohne dass die Orga zwischendurch immer wieder mal ins Mikrofon rennen muss. Ja, da hat man was verloren, hat wieder bekommen, alles gut. Gut. Dann, auf eine Sache möchte ich noch sagen, zumindest fürs Erste. Mir persönlich, wir sind heute wegen der Urheberrechtsreform hier, aber mir persönlich geht es um mehr. Die CDU hat nicht nur die Urheberrechtsreform verbockt. Nein, sie will auch noch das Darknet verbieten. Also ein Netz, in dem jeder anonym sich äußern kann, das für Whistleblower und Journalisten in Krisenstaaten unheimlich wichtig ist, möchte die CDU verbieten. Die CDU möchte, dass der BND und das BSI in jegliche Geräte einbrechen darf. Möchte quasi, dass jedes einzelne Gerät, egal welches, in ganz Deutschland jederzeit von der staatlichen Stelle gehackt werden darf, um Sicherheitslücken zu schließen. Sicherheitslücken, die sie selber verordnen, weil jede Verschlüsselung muss ja vom Staat knackbar sein. Also quasi überall darf eingebrochen werden. Und es geht noch weiter. Der BND darf in Zukunft, wenn die CDU mit ihrem Mist durchkommt, in Wohnungen einbrechen, um den Staatstrojaner zu installieren. Das heißt, Wohnungseinbruch wird legalisiert, zumindest solange es der Staat macht. Yay. Und der Schutz der Wohnung wird angegriffen. Die CDU greift seit Jahren wichtigste Bürgerrechte an. Weil sie sind ja an der Macht und sie machen ja keine Scheiße. Das haben wir oft genug gesehen, dass sie Scheiße machen. Im Endeffekt regiert die CDU wie Monarchen und bereiten den Weg für Autokraten. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden wählen gehen, wir werden sie abwählen gehen. Nie mehr CDU! 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 Dankeschön. Wir haben von der Polizei das okay bekommen, dass wir jetzt dann losfahren dürfen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 5 Minuten, wo wir jetzt ein bisschen umbauen werden. Wenn der Wagen losfährt, möchte ich euch bitten, erstmal noch ein bisschen zu warten. Und wenn ich dann das okay gebe, dürft ihr dann langsam dem Wagen hinterher folgen. Habt ihr es verstanden? Ja!